Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Eurofishing. Ich habe Blut geleckt und das Turnier von letztem Mal hat mir keine Ruhe gelassen. Also werden wir es heute einfach nochmal versuchen und hoffen, dass wir ein bisschen mehr Erfolg haben als beim letzten Mal. Das war letztes Mal schon knapp mit dem vierten Platz und mit den drei Bissen am Ende noch knapper. Also hoffe ich, dass wir diesmal die Bisse ein bisschen früher bekommen und die Fische dann dementsprechend verwerten können und die NPCs wieder ähnlich schwach auffahren wie beim letzten Mal. Aber hier bin ich jetzt gerade falsch, oder? Ja, ich soll jetzt mal auf Spielmodi klicken. Dann kommen wir auch zu den Turnieren. Und wählen hier die Pro-Meisterschaft aus. War doch die, ne? Ja, Weltmeisterschaft. War das nämlich nicht. Hier waren wir und da. Gehen wir dann wieder hin und wir werden es mit derselben Taktik wie beim letzten Mal versuchen. Also ich werde da nichts dran ändern. Ich fand die eigentlich ganz gut. Wir hatten halt entsprechend ein bisschen Pech, dass wir so wenig Fische gefangen haben am Anfang und ein bisschen Leerlaufzeit hatten. Das hat uns wahrscheinlich dann den Sieg gekostet. Aber ich möchte dem Versuch nochmal eine Chance geben, weil ich da nicht ganz so weit von entfernt war. Und mit ein bisschen mehr Glück bei dem Bissen glaube ich schon, dass man da vielleicht was retten kann. Also schauen wir mal, wie das diesmal aussieht. Das Turnier, von dem jeder Angler in der Kategorie kam. Ja, soll er mal labern. Interessiert uns nicht. So, jetzt müssen wir wieder versuchen, zu der Stelle zu kommen. Oder zumindest in die Nähe. Ich könnte natürlich auch irgendwo anders angeln, aber hier ist das Gewässer am engsten. Also müssen die Fische dann am ehesten am Köder vorbei. Da wollen wir natürlich hin. Wir können natürlich auch hier angeln, aber da habe ich, glaube ich, beim allerersten Mal geangelt. Oder beim anderen Turnier noch, oder was weiß ich wann. Aber da war nicht ganz so geil. Deshalb drücke ich jetzt mal ein bisschen E. Na komm. Oh, die ist schon hart an der Grenze. Jetzt habe ich noch einen Versuch. Das heißt, entweder nehme ich den jetzt. Oder nicht. Ich glaube, ich nehme den, bevor ich noch weiter weg bin von der Stelle. Nehme ich den mal lieber. Also gehen wir da hin. Und dann heißt es 3, 2, 1. Go, würde ich sagen. Ich hoffe, hier ist genauso viel Schlamm wie bei dem Feld daneben. Denn den werden wir auf jeden Fall brauchen. So, stelle ich jetzt mal hier schön zu den Routen, damit du die auch ablegen kannst. Größe 4, Boily. Und dann ab ins Wasser mit dir. Jetzt sehe ich hier natürlich keine Fischaktivität gerade, aber ich hau den einfach erstmal raus. Immerhin schon mal Schlamm gefunden. Das machen wir mit denen hier auch. Ich werde es wieder bei dem Boily belassen. Dahin ist ein Fisch gesprungen. Aber ich werde erstmal den in die Mitte hauen. Und dann gucken, an welchen Routen die Bisse kommen. Erstmal ein bisschen abfächern. So, nochmal den Boily. Man könnte es natürlich auch mit den Tiernüssen versuchen, aber wie gesagt, ich setze aber noch darauf, dass ich meinen Welt zwischendurch fange. Und der mir dann irgendwie so einen kleinen Push gibt, der mir dann zum Sieg verhelfen würde. Deshalb möchte ich die Tigernüsse eigentlich nicht benutzen, weil ich damit halt, glaube ich, ausschließlich Karpfen fangen würde. Und deshalb bleiben wir auch diesmal wieder beim Boily. So, jetzt müsste man tatsächlich Glück haben, dass das hier direkt mal losgeht, wie die Feuerwehr, aber bis jetzt tut sie hier gar nichts. Der Willi hat natürlich schon wieder, ach Willi ist ja schon, der Will, hat natürlich jetzt schon direkt so einen 11 Kilo Fisch an Land gezogen. Und wir haben nicht mal einen im Drill. Das ist natürlich schon wieder unfair. Mal mit 1,6 kann ich mithalten. Aber so langsam könnte hier mal was passieren. Die 2 bewegt sich, oder? Ja, die 2 bewegt sich. Das heißt, der erste Fisch ist an der Leine. Und den werden wir jetzt hier mal schön ausdrillen. Und dann hoffen, dass da direkt ein guter zum Start ist. Und wir müssen natürlich noch mehr beten, dass in der Zeit sich an den anderen Routen was tut. Und da geht die 3 auch ab. Das ist natürlich jetzt perfekt, auch wenn es vielleicht ein bisschen früh war. Und ich ein bisschen Angst hatte, dass ich den hier nicht mehr landen kann, bevor ich... Beziehungsweise, dass der da abhaut, bevor ich den hier landen kann. Auch wenn er hier nicht gerade so den ganz großen Eindruck macht. Also der Ausschlag ist ein bisschen wenig, den er zurzeit liefert.
Aber warten wir einfach mal ab, was wir da gleich rausziehen. War es ein Karpfen? Jetzt habe ich nicht genau hingeguckt, als man die Flosse gesehen hat. Ah, doch, ich glaube, es ist ein Karpfen. Warten wir mal ab, wie groß der wird. Wenn natürlich so beide um die 10 Kilo haben, dann wäre das schon mal nicht so schlecht. Dann haben wir auf jeden Fall... Ja, Chance will ich nicht sagen, aber dann sind wir zumindest erstmal dran. Ja, jetzt macht natürlich wieder einen Abgang auf 14 Meter. Na, aber ihr seht schon, der dritte auch nur 3,6 Kilo jetzt. Okay, der vierte jetzt. Wer weiß, was die anderen haben. Aber die 13, die stehen noch vom Will. Der hat noch einen Fisch gefangen, noch einen zweiten. Der war aber nicht ganz so groß. Ich versuche den jetzt hier mal zu keschern. Hat geklappt, perfekt. Und 18,7 Kilo, 18,7 Kilo. Was war das denn für ein Karpfen? Das muss ja ein Bossfisch gewesen sein. Ich hau die Rute mal schnell wieder raus. Na, schön hoch und weit. Und auf Kies, scheiße. So, Schlamm. Und dann nehmen wir die drei in Hand, bevor der Fisch uns hier flöten geht. 18,7, das war natürlich jetzt gar nicht mal so scheiße. Das muss schon ein ordentlich dicker Karpfen gewesen sein. Denn für einen Wels war die Flosse eindeutig nicht vorhanden. Das finde ich ein bisschen schade, dass man halt nicht sieht, was man für einen Fisch gefangen hat. Weil ich glaube schon, dass das ziemlich nah am Bossfisch dran wäre. Mit 18,7. In dem Tümpel hier. Könnte ich mir gut vorstellen, dass das einer war. Gibt uns auf jeden Fall erstmal ein relativ gutes Polster. Wenn der jetzt hier auch noch so ein paar Kilo auf die Waage bringt, dann sieht das gar nicht mal so schlecht für uns aus. Okay, der Will hat jetzt natürlich wieder 21, aber der hat auch schon drei Fische gefangen. Wie die so schnell fangen, das weiß ich sowieso nicht. Das ist einfach sowieso unfair. Aber ich kann den natürlich jetzt auch wieder versuchen, einfach zu keschern. Was mir nicht gelingt. Alles klar. Aber wir kriegen den nächsten Biss auf die 2. Also bis jetzt läuft es von den Bissen her relativ gut. Die 1 ist ein bisschen ruhig, aber das macht nichts. Was war das hier für ein Fisch? War das ein Wels? Ich habe da nur sowas schlängeln sehen. Das sah im ersten Moment aus wie ein Wels, aber... Ich will es auch nicht raufbeschwören. Jetzt kommt auf die 1 auch der Biss. Also diesmal auf jeden Fall eine gute Bissquote. Aber ich muss den Fisch hier mal langsam landen. Komm, willst du dich jetzt hier landen lassen? Na komm, will er nicht. Alles klar, dann drillen wir den halt nochmal. Komm jetzt aber, jetzt bist du hier vorne. Jawohl, da haben wir ihn. Okay, der hat auch nochmal so knapp die 10 Kilo Marke erreicht. Nicht ganz, aber immerhin. Rute wieder raus, nehmen die 2 in der Hand und drillen dann den Fisch. Ja, der Will, der ist uns noch ein bisschen auf den Fersen. Isabel natürlich auch noch mit 20 Kilo, also ist noch alles offen. Aber wir haben natürlich auch noch 2 Fische an der Leine. Und mit 2 Fischen, die 27,4 da stehen haben, ist schon mal nicht so schlecht. Also, das könnte diesmal echt spannend werden. Wir müssen jetzt nur die Bisse so weiterbekommen und die Fische weiter so fangen. Dann haben wir auf jeden Fall zumindest eine Chance, diesmal aufs Treppchen zu kommen. Da muss ich nicht wieder beim Thumbnail irgendwelche Fotos aus dem anderen Video nehmen und die dann irgendwie retuschieren. Dann kann ich das einfach mal direkt screenshotten. Aber natürlich müssen wir noch 11 Minuten überleben und da kann noch eine ganz schöne Menge passieren. Das sieht auch nach einem Karpfen aus. Ja, da sehen wir eindeutig die Flosse. Ich versuche den jetzt mal hier kurz... Ah, wo ist er denn, der Kescher? Ah, da war er irgendwo ganz anders. Denn ich möchte den 1 auf jeden Fall noch erwischen. Das wäre sonst richtig dumm. Und auf den 3 kommt auch der Biss. Komm, den haben wir, den haben wir. Und der war auch wieder 11 Kilo. Gar nicht mal so scheiße. So, schnell die 1 in der Hand. Oh, der macht schon Abgang an Land oder was? Nee, nee, bleib mal schön hier, mein Freund. Der dürfte jetzt eigentlich gar nicht mehr so arg kämpfen. Wobei, ich glaube, das haben die gefixt, ne? Dass der dann ausgedrillt ist.
Ja, der Wilde ist mir auf den Fersen. Der holt jedes Mal direkt den Fisch danach. Und auch mit 38,5 und 38,4 richtig knapp. Aber hier haben wir, glaube ich, auch nochmal was ordentliches dran. Also, wenn es so weiterläuft, bin ich zuversichtlich. Auf jeden Fall wesentlich mehr Action als beim letzten Mal. Da kam das ja erst alles relativ spät beisammen. Ah, kommt, ne, scheiße. Kann ich schon mal weglegen. Den habe ich leider nicht landen können. Aber nächster Versuch. Kommt jetzt. Ah, ne, der hat noch ein bisschen Angst vor dem Kescher. Ich muss das weiter so versuchen mit dem Schnelllanden, weil sonst dauern die Drills einfach viel zu lange. Bis die mal erschöpft sind. Das wird nix. Aber dazu müsste der erstmal hier natürlich ans Ufer kommen. Und nicht da hinten irgendwo rumtouren. Sonst bräuchte man eine Harpune. Das wäre natürlich richtig nice. Ah, und der will er schon wieder vorgelegt. Also, so schnell wie der die 10 Kilo Fische rauszieht, das kann nicht normal sein. Jetzt hat er nach der Hälfte der Zeit schon wieder 50 Kilo. Das heißt, er wird diesmal wieder wahrscheinlich die 100 Kilo Marke brechen. Und wir haben da einfach mal wieder keine Chance. Na, und besonders nicht, wenn wir den scheiß Fisch ja nicht landen können. Jetzt zieh dich doch nicht so. Das ist, glaube ich, nicht mal ein Wels. Ich glaube, ich habe schon den Karpfen gesehen gerade. Von daher kann er sich ruhig mal hier an Land begeben. Sonst brauchen wir gleich wieder so einen, der knapp an die 20 Kilo hat. So. Okay, der hat auch wieder seine 10 Kilo gehabt, aber der will es noch vorne. Dann hauen wir dir mal schnell. War da gerade ein Wels an der 3? Ohne Spaß, ich habe da so einen schwarzen Knubbel gesehen. Ähnlich, dass das hier so ein fetter Fisch ist. Na, und da kommt auf die 2 auch der Biss. Aber wir beginnen gerade mal den Drill mit dem hier. Das hier wird noch ein heißer Tanz. Ich glaube, der ist... Ja, ich glaube, der ist ein richtig fetter. Ich sehe da hinten so einen schwarzen Buckel. Ich glaube, der könnte es sein. Der könnte uns tatsächlich den Erfolg bringen. Wahrscheinlich werden wir den eine 2 jetzt auch nicht kriegen, weil der Drill mit dem hier etwas länger dauert. Aber wenn ich... Wenn das der Buckel war, den ich da gesehen habe, dann, Freunde, haben wir eine gute Chance. Will hat jetzt einen kleineren gefangen mit 5 Kilo. Aber ich glaube, wir ziehen gerade den schwarzen Moby Dick an Land. Der muss es einfach sein. Alter, was ist das für ein Fisch? Blau ist der. Der ist blau. Es ist der blaue Moby Dick. Alter, das muss Nessie sein oder sowas. Oder ein U-Boot. Ich weiß es nicht. Es ist mir egal. Was haben wir hier? Es ist was richtig dickes. Es ist ein richtig dicker Karpfen, glaube ich. Es ist ein richtig dicker Karpfen, Freunde. Der sollte auch locker nochmal an die 20 Kilo rankommen und dann haben wir richtig gute Chancen. Es ist ein richtig dicker fucking Karpfen. Den hätte ich jetzt echt gerne gesehen. Den echt... Ne, scheiße, den kriege ich nicht. So sehen wir leider nur den Buckel, der da immer auftaucht mit der Flosse. Und der scheint ordentlich dick und lang zu sein. Das ist ein richtiger Pottwalle, den wir hier dran haben. Alter Falter. Den würde ich echt gerne in den Händen halten. Aber erstmal müssen wir den drillen. Ich meine, ich verstehe, dass das natürlich dann Zeit kostet, die anzuzeigen und was weiß ich. Will hat nochmal 2 Kilo Fisch gefangen. Lässt jetzt ein bisschen nach, aber wir haben jetzt hier den richtig dicken dran. Aber ich würde den... Ah, das ärgert mich richtig, dass ich den jetzt hier im Turnier fange und den nicht angucken kann. Weil der sieht richtig nice aus. Aber egal. Der kann uns zum Turniersieg auf jeden Fall verhelfen. Wir müssen ihn nur mal langsam ausdrillen. Sonst hilft er uns gar nichts. Weil wenn Will in der Zeit 5 Fische fangen kann, während wir hier den einen fangen, dann ist er von Effektivität natürlich hier nicht ganz so mega geil. Aber egal. Hauptsache, wir fangen hier Moby Dick. Das ist mir sowas von scheißegal. Jetzt bleibt er nicht auf der Stelle stehen, es kommt doch wenigstens ans Ufer, damit ich dich keschern kann. Bleibst jetzt? Nee, er bleibt nicht hier. Er bleibt nicht hier. Jetzt komm. Nee, sobald ich den Kescher nehme, ist er weg.
Ja, und Will hat jetzt natürlich die 20 Kilo Vorsprung. Selbst Isabella hat 10 Kilo Vorsprung, weil die auch alle die dicken Fische fangen. Und ich turne mit meinem rum und krieg den nicht gedrillt. Da läuft jetzt natürlich hier wieder nicht ganz so nach Plan. Ich drille den ja schon 4 Minuten jetzt. Was natürlich auch absoluter Bullshit ist. Also das ist ein bisschen blöd, dass die nicht erschöpft sind. Weil ich krieg den echt nicht gelandet. Sobald ich den Kescher nehme, ja, da geht er wieder weg. Da geht er wieder weg. Da kann ich machen, was ich will. Und der flieht lieber nochmal. Ich meine, jetzt muss er schon die 20 Kilo haben, damit wir überhaupt mal gleichziehen können. Ne, 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 ne. Das kann nicht wahr sein. Der scheiß Kescher, ohne Witz. Das kann echt nicht wahr sein. Boah, ist das ärgerlich. Leck mich am Arsch, ey. Boah, ich könnte gerade richtig ausrasten, aber ich bleib einfach mal ganz cool. Ja, komm, jetzt ist Will so weit vorne, ist mir das auch scheißegal. In den 4 Minuten werden wir nichts mehr reißen. Das fuckt mich gerade aber richtig ab. Das kann echt nicht wahr sein, dass wir den wegen dem scheiß Kescher da nicht an Land bekommen. Vor allem, dann ist man auch machtlos. Ich hab eh gehämmert, aber bis er den dann weggelegt hat, ist alles zu spät. Vielleicht hätte ich noch irgendwie die Bremse aufmachen können, wenn ich schnell genug geschaltet oder so, aber nee, das war wieder richtig dumm von mir. Das war einfach richtig dumm. Da war der richtig dicke Karpfen am Start und es hat nicht sollen sein. Wir sind immerhin noch Dritter. Ah, ich hätte den echt gerne gefangen. Der war richtig gut, glaube ich. Der war richtig gut dabei. Schade, schade, schade. Na gut. Müssen wir jetzt mit leben? So ist das. Mal gewinnt man, mal verliert man. Ich verliere immer. Irgendwie werden wir das schon eines Tages gewinnen. Ich glaube, diesmal hätten wir richtig gute Karten gehabt mit dem Karpfen. Ich weiß nicht, was das für einer war. Wenn ihr den erkannt habt an der Rückenflosse, beziehungsweise überhaupt an dem ganzen Rücken, den ihr aus dem Wasser geguckt habt, und ihr den so schon mal gefangen habt hier zwischendurch, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, was der an Kilo gehabt hätte, weil die Bossfische hier, die haben alle immer die gleiche Gewichts Zahl. Deshalb kann man das eigentlich relativ gut abschätzen, wenn man ihn denn erkennt. Ja, auch der lässt sich jetzt hier nicht keschern. Macht auch einen Abgang, aber der hat natürlich nicht so viel Dampf wie da gerade. Aber ich brauche echt zu lange für die Drills, das ist das Problem. Die sind echt nicht mehr so schnell erschöpft wie noch vor, was weiß ich, wie viele Wochen. Vorm Update. Ich komme da halt mit dem scheiß Kescher nicht hin. Das ist das fucking Problem. Ja, ich meine, die tun die ganze Zeit hier rum, dann nehme ich den Kescher in der Hand, dann sind sie weg. Weil bis man die mal gecashert hat, okay, jetzt habe ich die mal gecashert, der hat auch wieder seine 10 Kilo gehabt. Ja, und jetzt guckt euch das an. 57, 77, also hätten wir den gerade mit 20 Kilo gehabt, wären wir jetzt hier vorne mit dabei. So sind wir natürlich nur auf dem dritten Platz und das ist richtig scheiße. Aber gut. Habe ich selbst versaut mit meinem Kescher-Versuch. Ist dumm gelaufen. Jetzt kommt hier direkt der Biss auf die 2. Ja gut, wenn wir Glück haben, kriegen wir jetzt noch raus in den 2 Minuten. Wenn wir Pech haben, wieder nicht. Das wird jetzt wieder so ein Glücksspiel, weil in den 2 Minuten wird der wieder nicht erschöpft sein, dass wir den ausgedrillt haben. Also schauen wir mal, ob es zumindest noch für den dritten Platz reichen wird. Das wäre auch schon mal was. Zumindest ein Pokal hier beim Turnier. Wir haben meinen 10 Kilo Vorsprung vom vierten. Mit dem hier könnte man das natürlich noch mal ein bisschen ausbauen. Aber wie gesagt, müssen wir gucken, ob wir den noch rauskriegen. Ich glaube aber, mit dem einen hätte ich das echt gewonnen. Na gut, ich meine, vielleicht fängt der Will jetzt an mit 10 Kilo, aber den könnte ich jetzt noch rausziehen, theoretisch. Aber mal gucken, was am Ende in der Ergebnisliste steht. Das ist er wieder. Das ist der schon wieder, Alter. Leck mich am Arsch. Leck mich am fucking Arsch. Das ist derselbe Scheißfisch von gerade. Ich hab ihn. Das kann nicht wahr sein. Der Will fängt einen, ey. Der Will fängt einen Scheißfisch. Der hat tatsächlich, wie viel Kilo hat er gehabt? 21 Kilo oder so. Der hat 21 Scheißkilo gehabt. Ich hab den zweimal an der Leine. Alter. Ich hab den Scheißfisch zweimal an der fucking Leine. Und jetzt verliere ich um 2,7 Scheißkilo. Aber nein, es ist ein Fisch. Das heißt, der ist ab. Warum zur Hölle ist der Fisch ab?
Der ist, hat gerade mal angebissen und direkt ist der ab. Wenn ich den jetzt bekommen hätte, wisst ihr was? Wisst ihr, was wir jetzt machen? Das ist mir jetzt scheißegal. Ich gehe jetzt hier. Scheiße, so nicht. Ich gehe jetzt hier mit der Rute schnell auf irgendeinen so kleinen Babyfisch. Ich meine, das wird nichts werden. Aber was habe ich für eine Wahl? Was habe ich für eine fucking Wahl? Ich hätte für mir vielleicht eine Mückenlarve mitnehmen sollen oder so und dann irgendwie. Alter, ich bin echt noch fucking Dritter geworden. Es ist so scheiße eng. Es ist so scheiße eng und ich bin scheiß Dritter. Also da ich noch Vierter werde, glaube ich, nicht in den 4 Sekunden jetzt. Aber ich hätte das echt gewinnen können, wenn nicht sogar müssen, hätte ich den scheiß 20 Kilo Fisch nochmal gelandet. Es ist richtig ärgerlich. 1,3 Kilo bis zum zweiten, 2,7 Kilo bis zum ersten. So nah war ich noch nie dran. Und jetzt sehen wir da im Hintergrund, ich bekomme gerade den Biss. Auch gut. Der kommt leider zu spät, der bringt mir gar nichts mehr. Das war sogar in der Route, an der ich jetzt einen kleinen Haken gemacht habe. Weil ich die Route gerade in der Hand habe, wie wir da unten links sehen. Nein, das ärgert mich. Boah. Aber gut, da ist mein Pokal. Ja, hier, dritter Platz. Sieht fast aus wie Gold, der Pokal, aber ist wohl Bronze. Ja, steht zumindest Dritter drauf. Schade. Ich habe gedacht, vielleicht haben die verrechnet und bin doch noch Erster geworden. Pokal ist Pokal. Immerhin. Und dann würde ich sagen, better luck next time, wie beim letzten Mal. Und diesmal hatten wir echt richtig viel Luck. Wir haben richtig viele Bisse bekommen. Zweimal den richtig geilen Karpfen. Es muss hundertprozentig ein Bosskarpfen gewesen sein. Wahrscheinlich heißt er tatsächlich Moby Dick. Ich weiß es nicht, aber es sah auf jeden Fall so aus. Ich hätte mir die Harpune gewünscht, ich hatte sie nicht. Beim Landen habe ich es wahrscheinlich selber verkackt durch meine eigene Blödheit oder so. Das tut mir leid, aber ich werde es auf jeden Fall weiter versuchen mit derselben Methode. Denn ich glaube, die wird zum Erfolg führen. Ich war jetzt so knapp dran, das muss die richtige Methode sein. Denn wenn die Bisse kommen, dann läuft es auf jeden Fall. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Und würde mich freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst. Dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ob wir dann direkt wieder das Turnier versuchen oder was anderes machen. Oder ob vielleicht auch Kevin wieder dabei ist. Mit dem nehme ich auch morgen auf, aber ich weiß noch nicht, was genau. Also, schauen wir mal, was wir dann in der nächsten Folge Eurofishing machen. Wie gesagt, ich hoffe, ihr seid dabei. Und dann sage ich bis dahin Petri heil und macht's gut, haut rein und ärgert euch mit mir mit oder auch nicht. Auf Wiedersehen.